Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailmakers. Wir sind hier mal wieder in der Kampagne. Letztes Mal sind wir hier bei dem Tiefenwald und beim Lapissee herumgelungert und haben da ein paar Explosionen gestartet und so. Und heute sind wir hier oben und da spielen wir jetzt schön weiter. Egal. So, jetzt haben wir den Scheinwerfer V2, den mache ich auch gleich in meine ganzen Autos ran. Bei den alten Scheinwerfer, ich mag ihn einfach nicht. So. Machen wir die hier weg. Und die hinteren auch. Und machen... warum ist hier alles verbuggt? Und machen die neuen dran. Weil die neuen, die sehen irgendwie viel nicer aus, finde ich. Wo machen wir die vorne dran, ist die Frage. Jetzt holen wir noch da hinten was. Sehr nice. Au, oh, das Licht geht nicht weit. Okay, dann nehmen wir vielleicht nächstes Mal doch die anderen. Ah, das sind jetzt die roten Leuchten, okay. Also hier sind wir eben gerade auf der Insel, wo es die Lichter gibt. Sehr gut zu wissen. So, jetzt gehen wir schön die rote Rückleuchte ab. Können wir auch gleich wieder dran machen. Wo müssen wir denn noch hin? Ich glaube, wir fahren mal hier nach oben. Die Frage ist nur, wo kommen wir da nach oben hin? Also hier sind wir schon mal hochgekommen. Da hinten ist auch allerdings sehr nice, dass da hinten eine Drohne ist. Dann müssen wir nicht... Oh, falls jemand die letzte Folge nicht gesehen hat. Das sind alles Minen. Minen. So, wenn wir da drauf fahren, ich kann es auch gleich demonstrieren, dann werden wir explodieren. Achtung, wartet. Genau das passiert mit uns. Deshalb darauf fahren keine gute Idee. Deshalb schön drumherum fahren. Die Frage ist, sind hier irgendwo... Sind hier irgendwo... Ah, da hinten ist ein Stein. Hoch damit. Und jetzt ist die Frage, wie raus. So. So. Ganz easy. Da hinten sehe ich auch noch einen Stein. Den können wir auch. Oder. Ach nee, das ist so ein Ding, was. Ach ja. Dann bringen wir das jetzt zurück. Hier aufpassen mit den Minen, sonst sind wir wieder am Arsch. Energiekern freigeschaltet. Sehr gut. This parkour is required for your spaceship. Ja, ja, ist required for my spaceship. Sehr gut. Mal gucken, wo wir hin... Ja, da hinten haben wir noch was, aber da komme ich nicht hoch. Wir probieren mal da hochzukommen, aber ich weiß echt nicht. Wieder hochkommen. Das ist halt das Problem. Wir kommen da nicht hoch. Wir kommen da einfach nicht hoch. Ah, da unten. Hier geht's weiter. Im Matsch. Der Matsch. Oh, shit. Unsere Reifen drehen hier durch. Oh man.
Dann schwimmen wir halt, ne? So, jetzt machen wir das aber wieder weg. Weg damit. Das da dahin. Und. Alter Mann, wir brauchen hier Matschreifen. Nein, Mann. Ich drehe meine Reifen drehen durch, Leute. Ist echt nicht nice. So. Eine Riesenfleischreife. This parkour is required for your spaceship. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh shit. Komm, Monster Truckrad, wir brauchen dich. Mann. Oh no. Ich glaube, wir ziehen es einfach nur so. Mann, das wird was, das wird was, sag ich euch. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ja, endlich ist da drin. So. So, jetzt bauen wir mal unser Auto um, mal wieder. Und zwar machen wir, glaube ich, mal die Monsterrack drauf, mal Reifen drauf, damit wir hier besser fahren können, weil sonst wird das gar nichts. Boah, sieht das bulky aus. Mhm. So. Warum geht... Ach, das ist noch zu fett. Okay. Dann machen wir das mal nach außen hin. So, so, so. Und dann... Ah, wir können einfach einen Motor hinklatschen. So. Den da dran. Und dann noch einen hier dran. Und dann die Reifen dran. Unten noch eins, also okay. Bam! Das ist ja mal ein nicer Monster Truck. So. Bam. Jetzt aber. Ja, ganz easy. So, jetzt fahren wir mal schnell zurück. Geben die zwei ab. Monster-Truck-Reifen sind wesentlich besser als die anderen Reifen, weil man hier einfach im Schlamm nicht so rumrutscht. Das ist halt viel nicer. So, freigeschaltet. This block is a crucial part of your spaceship. This block is a crucial part of your spaceship. Zweimal verbuggt, okay. Ja, finde ich nice. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, wie ihr es fandet. Dass wir jetzt hier unten sind, beim Schlamm. Keine Ahnung. Eigentlich haben wir gefühlt hier alles übersprungen, aber auch egal. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.